Hallo ihr Anime-Fans da draußen, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und natürlich auch auf der Website Gameplay Gamers. Nachdem ich euch vor kurzem schon die 10. Volume der Anime-Serie Fairy Tail vorgestellt habe, geht es heute auch direkt weiter mit der 11. Serienbox. Die habe ich mir jetzt in den letzten Tagen auch noch angeschaut. Gefiel mir auch deutlich besser als die 10. Box, dazu gleich mehr, warum das so ist, aber in diesem Video möchte ich mit euch eigentlich diese Box in erster Linie auspacken. Also, ihr seht mal wieder, ihr habt hier so ein quasi, ich will nicht sagen ein Inlay, aber ein Outlay, keine Ahnung, wie man das nennt, einfach so eine so ein Schutzumschlag aus Pappe, der nochmal drüber ist. Also ihr seht, da habt ihr nochmal die Angabe, dass es eben die Blu-ray-Version ist. Hier habt ihr dann ein FSK-Logo drauf, das habt ihr hier eben nicht. Das finde ich sehr schön. Hier habt ihr auch die Angabe, dass es die 11. Box ist mit den Episoden 253 bis 277. Also das ist wirklich inhaltsgleich. Und auf der Packung selbst seht ihr draußen, dass eben drei Blu-rays enthalten sind. Das habt ihr hier ebenfalls nicht drauf. Gepublished wurde das Ganze von Kase Anime. Die haben ja auch alle bisherigen Episoden bzw. Boxen veröffentlicht. Und hier natürlich mittendrin habt ihr das große Fairy Tail Logo der Serie. Und hier dann noch ein paar Charaktere. Und hier haben wir eine kleine Besonderheit. Denn es wird zwar der Tartaros-Handlungsstrang zu Ende erzählt und danach kommt, oder es geht allerdings nicht nach einem Zeitsprung, weil Natsu geht da ja auf eine einjährige Reise weiter. Nein, wir bekommen dann ungefähr 10 Episoden lang die Vorgeschichte in Form von Fairy Tail Zero erzählt und die gefällt mir richtig gut und davon haben wir hier auch die ganzen Charaktere abgebildet, allen voran natürlich die junge Mavis, die dann später eben Fairy Tail gründen wird. Und die Inselhütten, die kommt euch auch aus einer früheren Serienbox sicherlich noch bekannt vor. Gut, auf der Rückseite seht ihr natürlich den Packungstext, solange ihr eben diesen Schutzumschlag hier noch mit drauf habt. Hier habt ihr auch wieder das Fairy Tail Logo. Hier habt ihr drei Screenshots zu Szenen, die in der Serie auftauchen. Und jetzt könnt ihr auch gerne mal auf Stopp drücken und euch den Text durchlesen, wenn euch das interessiert. Und zu den technischen Spezifikationen lässt sich sagen, die Episoden liegen sowohl auf Deutsch als auch auf Japanisch vor. Es gibt auch deutsche Untertitel, allerdings nur bei der japanischen Version und die lassen sich auch nicht abschalten. Dann Laufzeit 625 Minuten, Format 1080p, Soundformat DTS-HD, Master Audio 2.0 und als Bonusmaterial gibt es wie schon bei den vorherigen Boxen einen Episodenguide, einen Stickerbogen und ein Poster und das schauen wir uns jetzt einmal an. Wir machen aber zuallererst mal wieder hier den Test, ob das hier alles rausfällt und ich halte es wirklich ganz, ganz leicht hier fest, ohne sich zu... Ah, da ging es also doch. Also es war, wenn ihr seht, es braucht so seine Zeit. Also ich habe es wirklich leicht festgehalten. Also da kann eigentlich sehr wenig rausfallen, nur erst mit der Zeit. Wenn es dann einmal fällt, dann rutscht es wirklich raus. Gut, wenn wir es jetzt mal nebenhalten, ihr seht, hier habt ihr dasselbe Cover von der Box auch hier auf dem Schuber mit drauf. Allerdings habt ihr hier ein FSK-Logo, was hier nicht wegkommt. Das ärgert mich so ein bisschen, weil das sich mit dem Fairy Tail-Logo beißt. Ja, hätte man sich vielleicht eine Alternative ausdenken können, aber gut, ist nun mal so. Hier auf der Rückseite nochmal ein alternatives Fairy Tail-Logo. Und das habe ich euch, glaube ich, gar nicht gesagt hier von der Seite. Ihr seht es sowohl auf der Box als auch auf dem Schuber, das sieht absolut identisch aus, vom Aufbau her natürlich, jetzt nicht unbedingt von den Abmessungen, weil das ist ein bisschen versetzt gedruckt, das finde ich immer ein bisschen schade, aber hier das Kase Anime Logo, dann die Angabe, dass es eben die 11. Volume ist, das Fairy Tail Logo und noch die Angabe, dass drei Blu-rays enthalten sind, aber das habe ich euch ja auch bei den letzten Boxen allen schon gezeigt und das ändert sich hierbei nichts. So, wenn wir es hier aufklappen, haben wir mal wieder so zwei Charaktere abgebildet und das Ganze geht dann hier auch auf den einzelnen Blu-rays weiter. Ihr habt dann hinter den Blu-rays eigentlich nichts, da ist wirklich nichts abgebildet. Das können wir jetzt nochmal für alle drei hier überprüfen. Ihr habt dann einfach eben die Blu-ray mit einer Charakterabbildung und dem Fairy Tail Logo und dem Fairy Tail Schriftzug. Das war es hier auch schon. Das finde ich ein bisschen schade. Da bleibt die Serie so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Also die Box, was ich mir so wünsche. Guckt euch unbedingt meine Unboxing-Videos so Detektiv Conan an. Da finde ich nämlich, sind die DVDs richtig, richtig gut bedruckt. Und so würde ich mir das für sehr viele Anime-Serien auch wünschen. Gut, dann gehen wir doch erst einmal den Episoden-Guide hier durch.
Also das ist wirklich wieder so ein Booklet. Ihr habt hier am Anfang, wo die kleine Mavis hier am Anfang sehr fröhlich abgebildet ist, wieder ein schönes Artwork mit der Angabe Episodenguide. Und dann geht das auch schon los mit Episode 253, Tartaros Saga, das silberne Vermächtnis. Geht dann hier weiter auch über die Episode 259, Tartaros Saga 0000. Da ist der Timer dann vorbei. Hier habt ihr dann noch einmal ein sehr schönes Artwork. Aber wer genau hingeschaut hat, wird das natürlich auch vom Cover her wiedererkennen. Hier dann natürlich nochmal in groß und in schön. Ja, und ja, weiter geht's hier mit Episode 265, Tartaros Saga, letztes Kapitel, das ist die Kraft zu leben. Dann geht es hier weiter schon in Folge 266 mit dem Fairy Tale Zero Handlungsstrang. Und der zieht sich dann tatsächlich bis Folge 275, also rund 10 Folgen. Ich glaube, das sind auch genau die 10 Kapitel, die es dann in dem einbändigen Manga gab. Es gab ja dann nochmal ein Einzelband, wo dann eben Fairy Tale Zero quasi komplett erzählt worden ist. Und ja, dann am Ende haben wir noch so 2 Episoden, die dann auf den nächsten großen Handlungsstrang für die nächsten wenigen Serienboxen, die von Fairy Tale noch kommen, quasi so ein bisschen vorbereiten. Und am Ende haben wir mal wieder Happy, diesmal kein Fisch am Futtern, einfach nur fröhlich, wie der Name es eben sagt. Ja, dann haben wir hier den Stickerbogen mit, ich glaube es sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, quasi 7 Sticker, die könnt ihr euch da natürlich irgendwo hinkleben, wenn euch das gefällt. Wenn nicht, dann lasst die natürlich einfach hier wieder in der Box drin. Und zu guter Letzt haben wir dann einmal mehr ein Poster. Und wer genau hingesehen hat, es ist mal wieder natürlich dasselbe Poster, was wir dann auch schon auf dem Cover haben. Also dasselbe Motiv. Ja, und das ganze Ding ist natürlich vierfach gefaltet. Das finde ich bei Postern immer sehr schade, weil hat man immer diese, ja, diese Ritzen. Aber ich meine, es ist nun mal ein gefaltetes Poster für seine Box. Es ist physikalisch einfach nicht anders möglich. Zumindest wurde noch kein Papier erfunden, das dann eben diesen Knick nicht hinterlässt, wenn man es eben knickt, wie der Name es schon sagt. Gut, das soll es an dieser Stelle aber auch schon wieder von Fairy Tale gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Unboxing-Video gefallen. Wie gesagt, mir hat diese Serienbox deutlich besser gefallen als die letzte, vor allem der Fairy Tale Zero Handlungsstrang. Den fand ich doch ein wenig spannender, als was sonst eben in Fairy Tale so zu sehen ist. Einfach weil sie so ein bisschen die Grundlage auch geschaffen hat mit so einer, ja, eine Rückblende ist es ja nicht, aber es ist halt eine sehr schöne Vorgeschichte, wie ich finde. Und da hätte ich gerne auch noch mehr Abenteuer mit den Charakteren erlebt. Und vielleicht macht ja Mashimahiro, der Zeichner von Fairy Tale, irgendwann da auch nochmal was Neues mit. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Gut. Das soll es dann an dieser Stelle auch wieder gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Falls nicht, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, damit ich mich dann auch in Zukunft verbessern kann. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir auch einen Kommentar da lasst, wie euch Fairy Tale Zero im Vergleich zur restlichen Serie gefällt, beziehungsweise wie dieser Handlungsstrang zu den anderen Erzählsträngen sich eurer Meinung nach abhebt oder eben nicht abhebt. Gut, in diesem Sinne noch einmal danke fürs Zuschauen. Abonniert mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!